So, hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Corbon Nations of the Ultracore mit Azura, mit Holly und mit mir. Holly, rufen wir gleich mal. Genau, hi Holly. So, findet ihr nicht auch, dass uns unsere Zuschauer echt treu sind und ein kräftiges Dankeschön verdient haben? Ja, in der Tat. Dankeschön, liebe Zuschauer, für die Unterstützung von uns dreien. Genau, okay, wir sind noch hier, genau, rote haben wir noch, oder sollen wir noch ein paar sammeln? Ja, wisst ihr was, gehen wir noch mal eine kurze Runde. Ein paar könnten wir schon noch brauchen, würde ich sagen. Rot und blau vor allem, was wir dann später machen. So, heute habe ich kein Thema vorbereitet. Heute sammeln wir einfach nur und ja, vielleicht ein kleines Thema anschneiden. Aber jetzt nichts so, was jetzt eine ganze Folge füllen kann. Ja gut, ich meine, entschuldigt, dass die letzte Folge so kurz war. Ich hatte das echt nicht irgendwie bemerkt, dass die nur 17 Minuten lang war, die Folge. Tut mir leid. Aber okay, dafür sind manche andere ja eben länger. So, okay. Warte mal, wie viel haben wir jetzt? Ich würde sagen, warte mal, 4. Okay. Dann nehmen wir noch 4 blaue mit und den Rest grüne. Moment. So, okay, Moment. Hier müssen wir lang. Na, sorry, ich bin gerade noch echt nervös. Ob mein Computer eben durchhält oder nicht. Okay, jetzt ist Nacht. Das ist schön. Und vielleicht haben wir ja doch noch Glück. Moment, wir müssen darauf. Doch vielleicht noch ein paar Glühwürmchen. Ein paar lilane. So, ach nee, wir müssen ja eh in die andere Richtung. Aber ich nehme nicht an, dass wir da welche haben. Dann müssen wir halt irgendwann anders nochmal welche sammeln. Vielleicht gehen wir einfach auch ein bisschen langsamer und schauen uns noch ein bisschen um. Genau. Um doch nochmal so eine gewisse Gemütlichkeit hier reinzubringen. Und vielleicht haben die lila Glühwürmchen, achso, das ist der Drachen wieder, die Chance doch noch bei uns in der Nähe aufzutauchen. Aha, das sind schon die Nachtblödmänner, okay. Okay, jetzt einfach mal. Ach, da liegt ein Stückchen Kohle rum. Okay. Ah, hier auch. Moment. Wo sind wir denn gerade? Hier. Aha, hier ist auch schon. Ups. Na, falsche Taste mal wieder gedrückt. Ihr kennt es ja nicht anders von mir. Natürlich absoluter Profi-YouTuber. Nicht. Okay. Gut. Müssen wir da außen rum. So, ganz schön viel von diesen Nacht-Holotops hier. Aha, das ist immer noch der Canyon, okay. Moment. So, dann schauen wir mal hier runter. Ist das auch eine Statue da oben eigentlich? Ich weiß gar nicht. Naja, box sie nur weg, die Blödmänner, Holly. Hier gibt es auch noch Kohle. Okay, schön. Nee. Nee, dann haben wir wieder keinen Platz mehr, wenn man den jetzt auch noch mitnimmt. Warte mal, nerv mal nicht hier. Genau, schauen wir darüber. Und dann müssen wir eigentlich eh schon bald an dem See sein. Ach nee, wir sind hier erst. Okay. Ja, das ist halt, wenn man sich so querfeld einschlägt. Oder kommt man von hier auch rüber? Moment mal. Wie weit sind wir denn? Ah, wir sind noch ein Stück weg. Ne, da müssen wir doch in die Richtung. Na?
Das ist gar nicht mal so einfach. Okay. Genau, schwimmen wir einfach. Oh, Holly, du bist da heute fix unterwegs. Oder? Ja, passt eigentlich. Ja, dann nehmen wir einfach den Weg hier. Durchs Wasser. Wieso nicht? Gut, da haben wir jetzt dann weniger Chance, Glühwürmchen zu finden. Aber was soll man machen? Aha, hier ist wieder ein bisschen langsamer. Okay. Obwohl die Strömung schnell ist. Okay, dann lassen wir Holly mal hier stehen. Und sammeln mal die Grünen auf. So, Holly. Okay. Schauen wir mal, 14. Ja, das ist doch angenehm. Da machen wir heute mal eine etwas gemütlichere Folge. Gut. Ja, und das Thema, was ich so ein bisschen anschneiden möchte, ist, ja, dass halt momentan wieder sehr viel los ist auf dieser Welt. Ja, ihr wisst ja, dass ich mit Menschen, mit vielen Menschen, mit Menschengruppen ziemlich auf Kriegsfuß stehe und momentan eskalieren sie halt wieder weltweit. Nicht nur zum Ukraine gegen Russland Krieg, jetzt eskaliert es vielleicht auch noch mit dem Iran. Oh Mann, ey, die Menschen werden nicht schlauer. Und da sind wir halt auch wieder, ja, schlau und Religion, das passt halt leider auch überhaupt nicht zusammen. Da hast halt überall in verschiedenen Religionen irgendwelche Fanatiker, die dann meinen, Amok laufen zu müssen. Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Der Mensch lernt einfach nicht aus seinen Fehlern. Nein, nur das, was man selbst glaubt, das ist das einzig Wahre. Moment. Und alle anderen sind ungläubig und oh Mann, ey, wenn ich sowas schon höre. Warum kann man nicht andere Meinungen einfach mal tolerieren? Einfach mal ein bisschen meckern und dann passt's wieder. Aber halt Leute nicht mit Gewalt bedrohen und wirklich schlimme Taten durchsetzen. Das ist echt unfassbar. Es ist sowas von traurig, dass sowas immer noch in dieser Welt geschieht. Ja, und ich weiß nicht warum. Warum der Mensch einfach nicht schlauer wird. Und Toleranz besitzt, wo sie angebracht ist und wo sie falsch ausgelegt wird. Dass Toleranz auch mal seine Grenzen kennt. Aber gerade in puncto Religion soll doch jeder glauben, was er will. Ich meine, ich habe auch mein Glauben. Also ich bin nicht religiös im eigentlichen Sinne, aber ich habe etwas, an was ich glaube. Das möchte ich jetzt hier auch nicht so ausführen. Aber ich tue keinem was und ja, das ist alles gut. Ja, aber wenn es halt immer noch Idiotengruppierungen gibt auf dieser Welt, die sowas unterstützen, dann ist es furchtbar traurig. Okay, dann haben wir eigentlich, brauchen wir jetzt nur noch 100. Dann haben wir es auch schon mit den grünen Kleeblättern. So, jetzt schauen wir mal hier nochmal rauf. Wie es hier ausschaut, ob hier auch noch welche sind. Ja. Und bei welchem Thema ich wirklich einen Hass kriege, wo meine Toleranzschwelle absolut überschritten ist, ist sind ja immer noch die Geiseln durch die Hamas gefangen. Und da ist es ja auch so gut wie bestätigt, dass die Frauen dort sexuell missbraucht werden. Da hört sich bei mir auch auf.
absolut. Das geht gar nicht. Also das ist wirklich für mich das Allerletzte, was man jemanden antun kann. Und für mich sind diese Menschen einfach, die sowas tun, Abschaum. Es ist egal, welcher Gruppierung, sowas macht man nicht. Das geht gar nicht. Das ist einfach nur ekelhaft, widerwärtig und sollte härtestens bestraft werden. Wirklich, absolut. Und da gibt es ja auch in manchen Regionen, gibt es dann religiöse Minderheiten und zum Beispiel christliche Minderheiten in einem muslimischen Land, da werden dann auch Leute entführt, gerade Frauen, und zur sexuellen Prostitution, zur sexuellen Versklavung freigegeben. Und ich kriege da so einen Hass bei diesem Thema. Ich weiß, vielleicht wollt ihr sowas gar nicht hören. Ich weiß, das ist ein Spiel und es sollte ums Spiel gehen, aber mich beschäftigen solche Dinge ungemein. Was es nur für kranken Abschaum auf dieser Welt gibt, der anderen Menschen sowas antut, das will nicht in meinen Kopf. Das ist ekelhaft, pervers, krank und sollte wirklich auf drastische Weise bestraft werden. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Drastisch. Okay, hier haben wir auch noch mal ein bisschen Klee und bei Holly auch. Jetzt schauen wir mal, das dürfte dann eh schon fast reichen. Es ist einfach wirklich unter aller Sau, dass es solche Leute gibt und dass die durch Religionen oder, ja, ist ja auch genauso bei uns, der Missbrauch von Kindern, von allen möglichen Leuten, auch in der Kirche und sowas, dass die Leute dann gedeckt werden, die das tun. Ah, es ist so ein absolut ekelhafter Scheiß, was auf dieser Welt nur abgeht. Wirklich, ich fasse es nicht, dass es sowas einfach gibt. Ich meine, das sind Kinder, die sollten zufrieden und glücklich leben. Sie sollten spielen, sich mit Freunden treffen und solche Sachen. Und nicht Angst haben müssen, dass irgendwelche notgeile alte Säcke sie unzüglich berühren oder Schlimmeres. Und das ist wirklich ja nicht weit hergeholt. Das gibt es immer wieder, dieses Thema. Und es tut mir so leid um die Opfer. Das heuchle ich jetzt nicht. Das meine ich auch wirklich so. Und es ist so krank einfach, diese Welt. Die Menschenwelt, wirklich. Einfach nur abstoßend ekelhaft und krank. Okay, gut. Das habe ich mir mal richtig ausgekotzt. Sorry, Leute. Aha, hier haben wir auch nochmal einen Hardwoodbaum. Den nehmen wir auch mit. Und PC, bitte halte durch. Ach so. Okay, Moment. Ziegis. Aha, das sind schon wieder drei Blödmänner. Die umreiten wir jetzt mal geschickt. Mehr oder weniger. Schauen wir mal. Okay. Was können wir denn hier rausschmeißen? Okay, weißt du was? Das fliegt raus. Das Harz muss weg. Moment, was brauchen wir denn da noch nicht? Ja, Saphire hätte ich gerne behalten. Moment, wir haben dreimal grün, viermal rot, viermal gelb, blau. Ach, wisst ihr was? Dann schmeißen wir noch einmal Eisen raus. Das brauchen wir jetzt wirklich nicht. Ach, wäre das klasse, jetzt nochmal lila Glühwürmchen irgendwo zu haben. Das wäre so klasse. Dann will ich dann gleich die Folge ausmachen und dann nochmal zwischenspeichern. Ah, schade, dass es kein Quicksave gibt oder sowas. Ich habe schon in den Optionen geschaut. Da gibt es sowas nicht. Und es ist echt traurig. Es ist Einzelspielermodus. Warum kann man nicht jederzeit speichern? So, da müssen wir nicht hin, da gehen wir außen rum. Genau, wir müssen geradeaus hoch. Okay, Leute, jetzt haben wir aber drei Themen gehabt, die wir mal besprochen haben. Also, ja, ich weiß, ihr seid dann nicht so, dass ihr da darüber diskutieren wollt, was ich so rausgehört habe. Aber ich möchte es einfach mal erwähnen und vielleicht könnt ihr mich wenigstens ein bisschen verstehen, was ich ein Problem so mit der Menschheit habe. Und ich möchte auch gerne einfach mal wirklich ernsthafte Themen ansprechen, dass es nicht nur immer ums Zocken geht. Und ja, ich meine, man kann ja auch während dem Sammeln gern auch mal ein Thema behandeln. Jetzt warte mal, wir müssen hier rauf.
Und da dann irgendwie rüber. Wie war denn das nochmal? Glühwürmchen. Seid ihr da? Warte mal, da müssen wir mal schnell vorbei. An diesen Nervensägen. Und hier war eine Brücke, genau. Genau. Und hier dann rauf irgendwo. Wartet mal. Nee, die falsche Richtung. Huch! Blöde Banditen. So, Moment mal, wo war denn das noch? Der kommt immer noch angearscht. Verpiss dich. Ach so, oh, ich habe jetzt gedacht, da wären die Glühwürmchen, oh Mann. Moment, aber wir sind auf der komplett falschen Seite. Wir müssen hier rauf. Ach ja, das ist das wieder. Nee, wir sind hier falsch. Wir müssen da rüber schauen. Genau, Holly, einfach nochmal nachtreten. Scheiß Banditenpack. Wie sind wir denn hier raufgekommen schon mal? Oder sind wir völlig falsch hier? Wartet mal. Nee, wir müssen hier auf diese Brücke rauf. Aber wie? Wartet mal, Holly, kommst du zufällig hier rauf? Ja, du bist echt die Beste. Du bist die beste Bergziege überhaupt. Das ist Wahnsinn, wo die überall raufkommt. Okay, dann haben wir jetzt einen besseren Weg hierher. Schön. Wartet mal, genau, Holly. Kannst du Klee sammeln? Nein, kannst du nicht. Okay, alles klar. Trotzdem, du bist klasse, Holly. Deshalb nochmal schön streicheln. Danke dir. Du bist wirklich super. So, und ich werde schauen, wenn die Folge nicht abkackt, dass wir diese wieder ein bisschen länger machen. Und dass wir uns einfach so ein bisschen unterhalten und genau. Und vielleicht, dass auch Azura noch ein bisschen was sagen möchte. Ich wollte dir einfach ein bisschen Raum lassen, wenn du solche Themen hast. Ich meine, ich kann da ja noch nicht so viel mitreden. Ich kenne die Menschen ja nicht so gut. Aber du kannst gerne deinen Senf dazugeben. Ja, ich finde das auch fragwürdig und ja, wie du schon sagst, ekelhaft, dass es solche Leute gibt. Ich meine, ich habe ja, wie soll ich sagen, eher kleinere negative Erfahrungen gemacht, aber was du so sagst, was es so alles gibt. Moment, wo ist denn das Viech hin? Man hört es doch stapfen. Ist es in die Welt gebackt? Eigenartig. Ja, und das heiße ich natürlich auch nicht gut. Ich meine, ich habe auch schon Geschichten gehört, dass dem oder derjenigen irgendetwas Schlimmes passiert ist. Und es ist wirklich schrecklich zu hören, sowas. Und ja, wie du sagst, ekelhaft. Und deshalb mag ich auch keine Banditen, denn ja, die gibt es ja auch hier. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, was die anderen Lebewesen so antun. Ja. Das gefährlichste Ungeheuer auf der Welt ist eben der Mensch. Ja. Beziehungsweise es gibt ja auch andere Rassen und Völker, die schlimme Dinge machen. Es sind ja nicht nur die Menschen. Aber wie gesagt, ich bin da eigentlich noch relativ verschont geblieben, was das betrifft. Zum Glück, aber ich habe auch schon echt schlimme Dinge gehört. Wie viel Klee haben wir denn schon? Ja, können wir noch sammeln. Gibt es hier oben auch welche? Ich glaube schon, ja. Aha, hier. Ja, also ich persönlich finde es schon gut, dass du auch mal Themen ansprichst. Ich meine, was sollen wir denn auch groß zum Sammeln dazu sagen? Ja, das habe ich früher auch schon mal erwähnt, ja. Man pflückt halt einfach was und das war's. Genauso sehe ich das auch. Ja. Kriegsross.
Ja, aber wir haben keinen Platz mehr für das Zeug, was sie dabei haben. Nee. Moment. Ja, jetzt ist der letzte Stapel. Jetzt brauchen wir noch 100 ungefähr. Dann haben wir 4 Stapel von blauen Kleeblättern. Mhm. Ja. Wisst ihr, Leute, wir machen ja... Wie heißt das? Gameplay oder so ähnlich? Und Unterhaltung. Aber es ist halt so viel los auf dieser Welt. Und da wäre es halt schade, wenn ernste Themen komplett vergessen würden. Also, Unterhaltung schön und gut, aber ab und zu mal, so sehe ich das halt auch, muss man halt einfach mal was ansprechen, was einen belastet. Ja, und ich werde mich auch auf jeden Fall melden. Also, allein schon mit Berinja oder auch mal, ich weiß nicht, wenn ich mal ein Thema habe, was ich besprechen möchte, dann möchte ich das auch gern hier in diesen Unterhaltungsvideos mit reinpacken, wenn ich darf. Darf ich, Rimnir? Mhm, ja, na klar. Ja. Und ich hoffe, ihr versteht es so ein bisschen, dass sowas auch mal raus muss, wisst ihr? Ich meine, ihr müsst ja nichts dazu sagen, aber vielleicht mal, ja, keine Ahnung, kurzes Feedback oder so. Das wäre ja echt nicht schlecht, aber naja. Aber ich sehe es halt auch so, dass das nicht überhand nehmen soll. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber in den Anfangsfolgen haben wir ja vor allem über das Spiel und über die neuen Sachen geredet. Dann habe ich dich mit reingenommen, dass du mehr sprechen darfst. Und jetzt hier in den Sammelfolgen, die wir halt einfach schon mal hatten, da wollte ich halt einfach ein bisschen was mit einstreuen. Ja, das ist ja okay. Genau, aber ich glaube, die Zuschauer... Die wollen halt eher unterhalten werden und ja, abgelenkt werden von der Wirklichkeit, weißt du? Ja, das ist mir durchaus bewusst, Azura, ja. Und deshalb machen wir das halt nicht so oft. Okay, verstehe. Ja, immer wieder mal und vielleicht auch ein paar, wie soll man sagen, ein paar schönere Sachen. Also, ich hatte ja auch mal eine Phase, da ging es mir nicht gut. Und da sich noch zusätzlich mit negativen Dingen befassen, da steigert man sich dann noch mehr rein. Und wie soll ich sagen, kommt dann vielleicht gar nicht mehr raus aus Negativität. Weißt du? Ja, ich verstehe es. Okay, wir sind voll. Dann lass uns mal abhauen von hier, oder? Ja. Aber ich hätte echt gerne noch unsere lila Glühwürmchen gehabt. Ja, verstehe. Ja, irgendwann werden wir schon welche finden. Wir werden ja sicher noch einige Folgen machen, wo wir sammeln. Einfach so und vielleicht ein bisschen erkunden oder, ja, keine Ahnung. Solche Sachen eben. Moment mal, wie kommt Holly denn hier runter? Warte mal. Hier vielleicht. Wartet mal, langsam, nicht wehtun. Ja, passt, super. Klasse. Tja, ich hätte echt gern noch Glühwürmchen. Also da würde ich notfalls irgendwas rausschmeißen. Irgendwelche Edelsteine, das Oropala-Harz oder so, oder die Felle. Ja. Ja, aber Edelsteine mag ich. Die sollten wir nicht rausschmeißen. Aber haben wir doch eigentlich genug, oder? Ja, das schon, aber die sind schön. Okay, ich kann dir keinen Wunsch abschlagen, liebe Azura. Ah, das ist lieb. Oh, da kommt schon wieder so ein Vieh. Oh Mann, aber wir müssen in eine andere Richtung. Warte. Normales Glühwürmchen. Ja, das ist, wenn man ein bisschen irgendwo auf der Stelle ist, dann tauchen welche auf. Sollen wir doch noch ein bisschen rumreiten? Ja, können wir machen. Warte mal, vielleicht auf den Wiesen oder so. Aber, ja, stimmt. Jetzt suchen wir wieder was und jetzt finden wir es nicht. Und das letzte Mal in der vorworfenen Aufnahme war das ja auch ein Zufall, dass wir beim rote Kleeblätter suchen auf einmal so lila Glühwürmchen neben uns hatten. Oder war das in der Aufnahme, die noch drin war? Das weiß ich nicht mehr. Na, eine von beiden. Ja. Hm. Ach, ich hätte auch gerne noch so Glühwürmchen. Na gut, aber ich meine, wir haben über 40 und brauchen tun wir sie nicht. Ja, nee, komm, lass uns abhauen. Und ausladen und die Folge beenden. Okay, ja. Du bist halt mein Gewissen. Ja.
Ja, und solange es so warm ist, deinem Computer heißt das, glaube ich. Ja. Sollten wir die Folgen eher kürzer halten und vielleicht, naja, gut, du nimmst ja jetzt in der Nacht auf, ja. Ja, es ist ein bisschen besser jetzt, aber halt immer noch so ein bisschen dampfig. Weißt du, was ich meine? Ja, also hohe Luftfeuchtigkeit. Im Zimmer, verstehe. Tja, schade, wenn die Technik hier so ein bisschen rumspackt. Das ist echt ärgerlich. Nein, ich erinnere mich ja noch, wie es damals war, dass du einfach komplett neu hast anfangen müssen mit meiner Quasi-Vorgängerin. 7, 8 Folgen aufgenommen hast und dann nochmal machen. Dann aber mit mir, aber da hätten wir uns nie kennengelernt. Wenn man es positiv sieht. Ja, stimmt auch wieder. Deine Vorgängerin war ja ziemlich stumm. Ja, da bin ich schon anders. Ich quatsch gerne. Und unterhalte mich mit dir und mit den Zuschauern. Ja, das hat schon seinen Vorteil gehabt, definitiv. Ja, und das eine Mal noch, als wir das Lager neu haben aufbauen müssen, das ist ja dann auch ein bisschen besser geworden, ja. Also versuchen wir es positiv zu sehen. Aber daran, dass ich jetzt die Folge, also die letzte Folge jetzt dreimal aufnehmen habe müssen, daran sehe ich nichts Positives. Ja, verstehe schon. Ja, aber wir sind gleich da. Dann können wir ausladen und dann haben wir es. Moment. Was leuchtet da? Irgendwas hat da reflektiert. Ja, habe ich auch gesehen. Okay, auf jeden Fall. Oh, auch dieses Meer. Es ist so schön. Ach, ich liebe es. Wie tief ist das eigentlich? Nee, wir können hier nicht runterschauen. Schade. Ach so, ist das. Warte mal. Was ist das? Das ist der Mond oder was? Was spiegelt hier? Oder was leuchtet hier? Das ist ein Schatz. Nee, aber das. Na, das ist so wie ein Regenbogen. Den kann man ja auch nicht wirklich nicht fangen. Der verschwindet auch immer in weiterer Ferne. Ja, keine Ahnung, was es ist. Ihr seht's ja, Leute. Irgendwas leuchtet da im Wasser. Oder spiegelt. Na, wahrscheinlich der Mond. Okay. So, dann sind wir auch schon wieder zurück. Da ist unser. Moment mal, ich sehe ihn gar nicht. Moment, was ist denn mit unserem Turm? Ist der kaputt? Oder wie schaut das aus hier? Oder braucht er noch bis der Turm komplett da ist? Oh je. Das schaut ja aus. Die ganze Basis ist kaputt. Oh Mann. Moment, das müssen wir mal überprüfen. Nee. Ja, ich glaube, die Welt lädt einfach noch nach. Heute sind die Götter vielleicht ein bisschen langsam. Ja, kann schon sein. Okay, Holly, dann viel Spaß beim Trinken und beim Ausruhen. Moment. So, danke schön fürs Tragen. Moment mal, ist jetzt der Turm wieder da? Moment. Ja, scheint so eigenartig. Ist schon eine verrückte Welt irgendwie. So, das lass uns mal schauen. Okay, Moment. Genau, noch ein paar Grüne haben wir gehabt. Insekten, okay, Moment. Das war nur hier oben. Hier unten hatten wir keine, gell? Genau. Würde ich sagen, dann schmeißen wir hier den Rest darüber. Dann haben wir jetzt gelbe. Wir haben blaue und ach, wir haben jede Menge. Okay, dann haben wir Edelsteine. So. Das Harz, ah, passt auch noch da rein. Ach so, da ist noch Platz. Okay. Hardwood, Fell und Eisen. So, wo haben wir denn noch Platz für Fell? Moment, hatten wir da noch eine Kiste für Felle? Hier war ein bisschen was, aber hier haben wir jetzt schon was anderes drin. Warte mal, dann schmeißen wir es da rein. Hardwood. Hier hatte noch ein bisschen was Platz gehabt. Okay, nee. Dann müssen wir es da dazu schmeißen. Okay. Eisen und Pilze. Naja, Pilze, glaube ich, haben wir auch nichts. Wartet mal. Haben wir da noch Platz für Eisen?
Tja, was machen wir dann da schon wieder? Na, Eisen haben wir hier, haben wir noch ein bisschen Platz gehabt. Warte mal, hier. Und hier unten, wie schaut es da aus? Hier unten ist auch voll. Okay, dann haben wir das eine Eisen da noch rein. Und die Pilze noch. Okay. Dann haben wir es ja auch. War die Folge jetzt ein bisschen länger? Oh, ich hoffe sehr. So also ein bisschen länger, glaube ich. Aber jetzt auch nicht übermäßig. Oh. Hier hat er noch Platz. Ja, wir haben eigentlich genug von diesen Pilzen. Hier ist auch voll. Was machen wir denn? Können wir eigentlich mit diesen Pilzen was kochen? Boah. Boah, lass uns mal schauen. Warte mal. Chip Cups. Warte mal, dieses Leuchtzeug. Nee, das sind nur leuchtende Knödel. Das ist nur Zeug von hier. Fleischreste, Brot. Mostiergeweih. Ach, das Gegengift. Okay. Süße Brot. Brot. Okay. Ah, weißt du was? Ich habe ein bisschen Hunger und Durst. Okay. Plumquat oder Rubian? Na, Rubian. Und was haben wir noch Schönes für Essen für dich? Marie, süßes Brot. Ja, da habe ich jetzt Lust drauf. Aber weißt du was? Dann schmeißen wir die Pilze raus. Okay. So. Ah, das Brot. Ich liebe es. Es ist so gut. Und noch ein bisschen Rubensaft. Ah, lecker, lecker. Ah, okay, dann sind wir jetzt hier. Und voll geheilt bin ich auch wieder. Das passt, oder? Ja, war doch jetzt nicht schlecht. Dann haben wir jetzt 3 Folgen Kleeblätter gesammelt. Das ist doch cool. Okay, Leute, ich verabschiede mich von euch heute. Ciao und Servus. Jetzt sage ich auch schon Servus. Ach, Rinia, was machst du mit mir? Ist doch cool, wenn du jetzt auch ein bisschen bayerisch bist. Ja, Sachsen die oder so. Oder wie heißt es? Nee, lass mal, Azura, lass mal. Wir wollen keine Sachsen verärgern. Wir wissen ja nicht, wo unsere ganzen Zuschauer alle so herkommen. Ja, okay. Dann ciao. Ach, Leute. Muss man sie nicht einfach lieb haben? Ich hab sie auf jeden Fall sehr lieb. Ja, sie ist schon ins Bett gegangen, glaube ich. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu den nächsten Folgen. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao und Servus.